Solche Geschichten kennt man eigentlich nur aus dem Film. Die bekannte US-Gangsterbraut Virginia Hill, ihr vierter Ehemann, ein Salzburger Skilehrer und später auch ihr Sohn, sterben unter mysteriösen Umständen. In Unken hat man sich an diesem Wochenende intensiv dieser Liebes- und Kriminalgeschichte gewidmet. Romy Seidel auf Spurensuche. Im Tod sind sie am Aigner Friedhof wieder vereint. Abfahrtsweltmeister Hans Hauser, seine erste Frau Virginia sowie deren gemeinsamer Sohn Peter. Sie, einst weltberühmt als Cosa Nostra-Braut, die bereits als 16-Jährige und vorerst einzige Frau in die oberste Gangsterwelt Chicagos Einzug hält und im Drogenhandel mitmischt. Selbst El Capone und Bugsy Siegel verehren sie und schätzen ihre Verschwiegenheit. Sie ermöglichen der aus ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen Virginia Hill ein Luxusleben. Dreimal war sie verheiratet, ehe sie bei einem Urlaub Skifahren lernt und sich dabei in ihren österreichischen Skilehrer verliebt, ihn heiratet und ihm einen Sohn schenkt. Der Pinzgauer Autor Peter Bleikner beschäftigt sich schon lange mit der ungewöhnlichen Frau und präsentiert seine Recherchen im Museumsverein Kalkofengut in Unken. Sie war sehr glücklich und hatte das Gefühl, erstmals in ihrem Leben einen geradlinigen, natürlichen Mann getroffen zu haben, der sie als Mensch achtete und der es auch mit der Liebe ernst meinte. Aber die Vergangenheit lässt sie nie los. Die Familie flüchtet nach Salzburg und findet auch auf der Siegfriedshütte im Unkener Heutal Zuflucht. Dort schreibt Virginia ihre Lebensgeschichte, trennt sich dann von Hans und um Geld zu erpressen, droht sie der Mafia, brisante Details zu veröffentlichen. Das ist ihr Ende. Die Mafia setzt ein Ultimatum, Selbstmord oder Sohn und noch Ehemann würden sterben. Die 50-Jährige wird am Fuße des Heubergs tot aufgefunden, offiziell an einer Überdosis Schlaftabletten. Ein zweiter Obduktionsbericht, auf dem Würgemale vermerkt sein sollen, bleibt verschwunden. Hans, der bei seinen Verwandten auf der Zistelalm lebt, stirbt 8 Jahre später. Er wird erhängt, in der damaligen Hauserbar aufgefunden. Ich habe einmal diese Geschichte vorgelesen im Literaturhaus und da ist in der ersten Reihe eine Dame gesessen, die hat gesagt, das war Mord. Ich habe gesagt, das war Selbstmord. Sie hat gesagt, das war Mord. Und ich habe sie gefragt, warum sie das weiß, warum sie da so sicher ist. Und sie hat gesagt, sie war die Frau des verstorbenen, in der Zwischenzeit verstorbenen Gerichtsmediziners und der hat damals eindeutig Mord festgestellt. Aber die Polizei wollte es bei Selbstmord lassen, weil in Mafiakreisen man die Mörder sowieso nicht erwischt und bei Selbstmord haben wir dann unsere Ruhe. Und 1995 kommt auch Sohn Peter ums Leben. Er wird auf der Autobahn bei Toulouse angehalten und überfahren. Auch sein Tod bleibt, wie der seiner Eltern, bis heute ungeklärt.